Gebäck. Gebäck ist ein Nahrungsmittel, das man durch Backen hergestellt hat. Insbesondere wird Kuchen, Kekse, Cookie als Gebäck bezeichnet. Es gibt dabei Gebäckdosen, in die man das Gebäck hineingibt. Es gibt eine Gebäckzange. Wenn man vornehm ist, nimmt man Gebäck mit einer Gebäckzange. Es gibt verschiedene Formen von Gebäck, das man essen kann. Veganes Gebäck. Viele Menschen denken, dass man Gebäck für Gebäck Butter braucht, Milch braucht und Eier braucht. Das ist nicht der Fall. Man kann sehr gut veganes Gebäck herstellen. Zum Beispiel im Yoga Vidya Vegan Kochbuch gibt es auch einige Rezepte für veganes Gebäck. Man muss nur lernen, wie man ein Gebäck so herstellen kann, dass es auch ohne Milch und Butter und Eier geht. Im Allgemeinen kann man sagen, die Kuhmilch kann man ersetzen durch Sojamilch, die Butter kann man ersetzen durch eine Pflanzenbutter, zum Beispiel Alsana Margarine. Ja, damit das so funktioniert wie Butter, muss es auch ein Fett sein, das streichfest ist, was dann typischerweise entweder Palmfett oder Kokosfett ist oder eine Mischung aus beidem. Und dann kann man die Eier typischerweise einfach weglassen. Gebäck braucht keine Eier und es gibt viele Formen, viele Weisen, wie man Gebäck sehr gesund herstellen kann, ganz vegan.